up a Tara in his kitchen. Wir sind heute in Andalusien. Eine kalte Suppe. Es ist warm, es ist heiß. Wer will eine warme Suppe haben? Wir wollen einen Gazpacho haben. Also ich habe für die total einfache Version entschieden. Es gibt mehrere. Aber der ganz basic Gazpacho Andalus mit Garnitur, das wäre Garnition. Die Zutaten. Tomaten, Paprika, Gurke, Zwiebel, Knoblauch, scharfe Paprika, Essig, Salz, Olivenöl und dann zwei Scheiben Brote. Das werden wir später sehen, was wir machen. Es ist ganz einfach. Alles, was wir brauchen, ist ein Mixer und später ein Kühlschrank. Diese hier ist eine kalte Suppe. Fangen wir an. So, Tomate sauber haben. Dann kommt die Gurke. Wie Sie merken, nur halbe von dieser. Und auch bei der Tomate habe ich zwei an die Seite gelassen. Warum? Weil das ist, was man nennt, die Garnitur. So, mal gucken. Probieren wir, wie das diese neue Gerät funktioniert. Okay, Zeit für mehr Zutaten. Und wieder noch einmal, ein Teil geht für später und ein Teil geht in die Suppe. So, jetzt passt ein bisschen mehr. Wir haben jetzt Paprika, eine Zwiebel und ein Knoblauch. Was passiert jetzt? Jetzt geht diese schöne Mischung im Kühlschrank. Es sollte im Kühlschrank normalerweise 2 bis 4 Stunden bleiben. Ich werde so an der Schnelle in Gefriertruhe kurz stellen, so dass wir können dann später probieren. Gehen wir jetzt zum Garnitur. Was wird? Kleine Würfelchen von dieser Gemüse. Einfach Zwiebel, Paprika, Gurke, vielleicht eine Tomate, gegrillte Brot, das kommt alles dazu am Ende mit Olivenöl und Essig etc. Das werden wir sehen. Da, wir machen alles klein in Würfelchen. Zwiebeln, Paprika. Bei Tomaten, wir passen auf, dass auch die Samen weggehen, dass nur die ein bisschen härtere Teil steht. Es ist fast alles fertig, Garnition, garniturmäßig. Fehlt nur jetzt, dass wir machen kleine Croutons. Das werde ich jetzt in kleine Stückchen und dann in Olivenöl und Knoblauch schön braten. Letzter kleiner Schritt. Wir wollen diese kleine Knoblauch in heißes Öl so das Öl nimmt diesen schönen Geschmack und dann kommen die Croutons. Und das ist die letzte kleine Garnitur. Die Crouton geht rein. Wir sind endlich bereit für unseren letzten Schritt. Kühlschrank. Salz. Rote scharfe Paprika. Weinessig. Nur zu sehen, wie viel. Olivenöl. Garnition. Zwiebel. Crouton. Und da sind wir in Andalusien. Okay. Buen provecho auf Spanisch. Tschüss! Let's see what's on today.